Und mit einem finalen Wedding Aufwärtsapplaus auf diese Bühne ist Kork Orkban! Vielen, vielen Dank fürs Finale. Ich hätte dann jetzt doch noch ein Gedicht für Sie. Aber vorher möchte ich Ihnen einen Text aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch vorlesen. Das ist der Paragraph 228, der Notstandsparagraph. Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die Beschädigung oder Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht. Und das Text zu dem Paragraphen heißt Erektion, Emotion, Saxophon. Obwohl, bevor ich beginne, habe ich noch eine Botschaft für Sie und die möchte ich Ihnen gereimt vortragen. Bayreuther und Bayreutherinnen, jetzt werde ich meinen Text beginnen. Ja, fanden Sie nicht so, ne? So, also jetzt zum Text. Es sind ja oft nur Kleinigkeiten, deren wegen Menschen streiten. Und manchmal führt ein solcher Streit dann zu einer Unbesonnenheit. Man möchte zwar besonnen sein, doch steigert sich da halt so rein in diese ungesunde Wut, bis man vielleicht was Schlimmes tut. So ist es auch bei Uwe Z. und seiner Ehefrau Jeanette. Seit mittlerweile einem Jahr sind sie und er ein Ehepaar und hatten bisher keinen Streit, nicht einen in der langen Zeit. Und doch ist Uwe irritiert, wenn seine Gattin musiziert, denn bläst Jeanette in Saxophon, trifft sie nur selten mal den Ton und darum klingt das nicht so gut. Nur fehlte ihm bisher der Mut, ihr das auch einmal zu sagen. Doch nun ist er angeschlagen im Kopf von ihrem schiefen Spiel, drum wird das Saxophon zum Ziel seiner Axt und das gerade, als Jeanette eine Ballade mit vielen tiefen Tönen übt. Und von des Gatten Tat betrübt, sagt sie zu ihm, Nun fehlt mir das Verständnis los. Erklär mir das und tust du es nicht, dann bringe ich dich vor Gericht. Und da er nun die Träne sieht, die dort an ihrem Augenlid am unteren, am rechten hängt, bereut er seine Tat und denkt, ich Idiot, ich hab's verkackt, ich hab ihr Saxophon zerhackt. Gewiss, sie spielt unfassbar schlecht, doch was ich tat, war ungerecht. Aber statt den Frevel eben auch als solchen zuzugeben und trotz der Träne, die sie weint, senkt Uwe seinen Blick und meint, was du da redest, ist Geschwätz. Ich handelte nach dem Gesetz. Denn um Unheil zu beenden und Gefahren abzuwenden, darfst du Sachen auch zerstören, selbst wenn sie dir nicht gehören. Solange du nicht maßlos bist und was du tust, notwendig ist. Und tut dir dieser Satz auch weh, so steht er halt im BGB, im Paragraphen 228, ich gehe schlafen, gute Nacht. Was? Ruft sie ihm hinterher, aber er hört sie schon nicht mehr. Nun steht sie da und schluchzt und heult und ramponiert, lädiert, verbeult, ist ihr Instrument doch eben auch der beiden Eheleben. Im Fenster sieht sie ihr Gesicht, wischt sich eine Träne weg und spricht, wir sind doch oft in der Natur und spielen Ball über die Schnur oder spielen auf der Loggia, wenn das Wetter schlecht ist, Boccia. Er rezitiert so schön Voltaire, wir haben oft Geschlechtsverkehr. Alles das habe ich genossen hier, die vielen Sommersprossen, die auf meiner Stirn den Wangen, die auf meiner Nase prangen, verformten sich in all der Zeit in Liebe, Glück und Seligkeit zu so kleinen, süßen Herzen. Doch jetzt spüre ich die Schmerzen, da sie alle brechen. Was mir bleibt, ist mich zu rächen. Zwar hat sie erst ein bisschen Wut, doch bald schon kocht in ihr das Blut. Als sie nach ihrem Nachtgebet im Bad vor diesem Becken steht, als sie das Becken inspiziert, in das er immer uriniert, denn Uwe trifft halt nicht so gut. Nur fehlte ihr bisher der Mut, ihm das auch einmal zu sagen, doch nun ist sie angeschlagen im Kopf, weil dieses Exemplar des Stehpinklers so böse war. Und überall klebt sein Urin, selbst der Keramikpinguin, der auf der Badewanne steht, ist voll gespritzt mit dem Exkret. Ach Gott, sagt sie, wie fürchterlich, ganz gelb gepinkelt hat er dich. Oh, dafür tue ich ihm weh. Was stand nochmal im BGB? Um ein Unheil zu beenden und Gefahren abzuwenden, darfst du Sachwerte zerstören, auch wenn sie dir nicht gehören, solange du nicht maßlos bist und was du tust notwendig ist. Nun gut, na dann, ich stelle fest, dass das Gesetz mir Spielraum lässt für eine Interpretation. So lieb war mir mein Saxophon, so lieb ist ihm, meinem Gemahl, sein recht graziles Genital. Und wenn die Zeit mich etwas lehrt, dann ist es, dass es sich bewährt, auch hin und wieder mal gemein, mal streng, mal gnadenlos zu sein. Drum hole ich jetzt die Axt und dann gehe ich zu meinem Ehemann. Gesagt, getan, schon steht Jeanette im Schlafzimmer am Ehebett, in dem ihr Gatte schnarchend liegt. Und während sie sich an ihn schmiegt, berührt sie schweigend sein Gemächt, das im Moment zwar noch recht schlecht, doch bald schon gut durchblutet ist und leidlich Zentimeter misst.
Und Storo schreibt Jeanette daran, bis er, ihr geiler Ehemann, stöhnend nach Erfüllung giert. Doch als er dann ejakuliert, er seinen Höhepunkt erlebt, als er orgastisch grunzt und bebt, er vor Ekstase grunzt und schielt, nimmt sie die Axt zur Hand und zielt auf seinen Penis und schlägt. Es sind ja oft nur Kleinigkeiten, deren wegen Menschen streiten. Und manchmal führt ein solcher Streit dann zu einer Unbesonnenheit. Man möchte zwar besonnen sein, doch steigert sich da halt so rein in diese ungesunde Wut, bis man vielleicht was Schlimmes tut. Vielen Dank.